Die Adler gewinnen ihr Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 4:3 und damit hallo und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz. Ich würde an dieser Stelle gerne beide Trainer bei mir begrüßen, geht aber nicht, denn Doug Shedden lässt sich entschuldigen. Er klagt über Symptome und wollte deswegen nicht an der Pressekonferenz teilnehmen, um jemanden anzustecken. Deswegen, Pavel, schön, dass du da bist. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja gut, guten Abend. Dann wünschen wir dem Doug gute Besserung auf jeden Fall. Und ich glaube, es war ein gutes Spiel, ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten. Jede Mannschaft wollte das Spiel unbedingt gewinnen. Und wir lagen 2-0 eigentlich hinten, genauso wie schon am Montag in Ingolstadt. Und die Jungs haben wieder Charakter bewiesen und sind wir auch zurückgekommen. Ich glaube, das Tor vom Eisen Powerplay war sehr, sehr wichtig. Der hat uns natürlich auch ein bisschen Energie gegeben. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein gutes erstes Drittel gespielt haben. Und über 60 Minuten war das vielleicht, obwohl wir jetzt viermal hintereinander gewonnen haben, glaube ich, dass das beste Spiel war, was Intensität angeht. Wir waren läuferisch gut, wir waren aggressiv beim Vorchecken, wir waren richtig eigentlich am Mann. Und zwei, drei kleine Fehler und stand 2-0, aber trotzdem glaube ich, dass die 60 Minuten waren vom Tempo her, vom Ansatz her eigentlich gut. Wir haben mal wieder gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gespielt, darf man nicht vergessen. Und am Ende haben wir das noch ein bisschen spannend gemacht und diese 4 gegen 6, das ist natürlich eine Überzahl, die sehr, sehr gefährlich ist, aber das haben die Jungs eigentlich super gemeistert. Felix hat da zwei Sachen auch gehalten und vor allem auch Robo hat da noch zwei, drei Schüsse geblockt und es war gut, es war Team-Effort. Das, was wir brauchen einfach, diese enge Spiele einfach zu gewinnen, das brauchen wir. Danke. Danke dir, Pavel. Gibt es an dieser Stelle Fragen an unseren Cheftrainer? Philipp Köhl vom Mannheimer Morgen, bitte. Guten Abend erstmal zusammen. Pavel, du hast angesprochen, im ersten Drittel habt ihr ja eigentlich ein gutes Drittel gespielt, lag dann 2-0 hinten, der Anschlusstreffer von Eisenschmied, hat man dann den Jungs auch in der Kabine gesagt, einfach so weiterspielen, dann wird das schon oder musste man andere Worte finden? Nee, überhaupt nicht. Also das war ordentlich. Ich glaube, der Start war gut und die ersten Wechsel waren auch gut. Und vom Engagement, vom Tempo, ich hab auch nach dem 0-2 habe ich gar keine Angst gehabt, weil ich dachte schon, dass wir heute gute Energie haben und dass es eine Frage der Zeit ist, wann wir das erste Tor schießen und dann können wir das Spiel auch drehen. Und wie gesagt, wir haben auch heute ein paar Chancen zugelassen. Wir haben mehr kreiert, auf jeden Fall, aber mehr zugelassen. Und Felix hat uns natürlich auch in dieser Phase im Spiel gehalten, die eine komische Szene ist. Wir spielen Penalty-Kill und wir laufen 4 gegen 2. Schießen wir nicht mal aufs Tor, das kann passieren, aber auf einmal laufen wir Konter einfach 2 gegen 0. Und das ist so Kleinigkeiten, wo man gesehen hat, wir wollen unbedingt da was machen. Aber da müssen wir auch ein bisschen cleverer bleiben. Weitere Fragen? Sieht nicht danach aus. Dann Pavel, dir vielen Dank. Vielen Dank auch an euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns schon übermorgen wieder zum Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Unseren Gästen, auch wenn keiner da ist, wünsche ich natürlich eine gute Heimreise und gute Besserung an Doug Shedden. Euch allen noch einen schönen Abend und bis übermorgen. Ciao, ciao.